und dann geht's an die Bäume. Zack, zack. Aber hallo. Aber hallo. So. Aber hallo. Jetzt geht's los. Basteln. Ich will basteln und zwar nicht bei Tom Nook. Nein, nicht bei Tom Nook. Dem gehe ich aus dem Weg. Das ist ansteckend. Am Ende werde ich noch so wie er. So, Vogelhaus. Das war doch... Teetischchen. Der ist hübsch. Hundehütte. Vogelhaus. Weichholz. Ja, easy going. Davon stelle ich einfach so viele her, wie geht. Und dann mache ich die einfach arm. Easy going. Ich hatte auf meiner ersten Insel auch einige Fruchtbäume und konnte alle 3 Tage täglich die Früchte für ungefähr 200.000 Sternis verkaufen. So geht das Leben, ne? Das ist ein die Früchte? Wow, aber ganz ehrlich, da ist Lukas. Nee, geh weg. Du bist bestimmt ansteckend. Tschüss. Weichholz brauchte ich jetzt, ne? Weichholz, Hartholz, irgendwas. In die Tasche. In die Tasche. In die Tasche. So. Genau. Oh, mehr Hartholz haben wir nicht. Oh, wir müssten noch ein bisschen Hartholz sammeln. Wir haben 62 Steine. Ist ja ein Traum. Also wenn ich irgendwann mal auf eine Insel komme, wo Birnen viel wert sind, das könnt ihr mir mal schreiben, was auf eurer Insel die Hauptfrucht ist. Dann verkaufe ich bei euch die Sternis. Verkaufe ich bei euch die Sternis, genau. Das macht ja. Ich verkaufe mein Geld. Ich habe genug davon. Aber ich will auch wieder Kohle reinkriegen, weil ich ein Arsch bin. Oh, bei Leo auf der Insel sind die Äpfel Hauptfrucht. Ja, dann sind die Bienen ja viel wert. Ja, geil. Mega gut. Und dafür kann Leo dann auf meine Insel kommen und dort seine Äpfel verkaufen. Ja, ja, Lea hat auch geschrieben, dass sie Birnen hat. Als Hauptfrucht. So die Axt. Dann mache ich aus dieser Wackelaxt nehme ich noch so eine Axt hier. Da kommt. Ja. Geil. So, passt auf. Wir gehen jetzt in Richtung, nicht Terraforming, aber wir gehen jetzt in Richtung, Parkplatzmasche. Und reißen einfach alles nieder. Hier, also zumindest hier. In dem Bereich der Insel. Alles weg. Alle Bäume weg, die keine Äpfel tragen. Jetzt weiß ich aber leider nicht, was Äpfelbäume sind und was Birnenbäume sind. Kann man das erkennen? Wo jetzt hier Äpfel wachsen und wo Birnen? Haben die Unterschiede? Haben die optisch oder kann man, weiß ich nicht. Kann man das irgendwo ran erkennen? Weil... Nein, das ist ja... Sind halt Laubbäume, ne? Ja, ja. Ja, das ist, ja, okay. Also ich würde mal behaupten, das hier sind alles Bäume. Das hier sind alles Birnenbäume. Ach krass, da kriegt man auch, ihr hattet recht, da kriegt man auch Holz von. Aber beim letzten Mal habe ich da keins bekommen. Ach, weil ich da dann schon das Holz rausgezogen habe. Alles klar. Ja, easy going. Dann werde ich die Bäume los und krieg trotzdem noch Holz. Mega gut. Mega gut. Ich und mein Holz. So dumm.
Ja, der Chat hat immer recht, klar. Der Chat und Christopher haben immer recht. Und Sabrina sowieso. Auch wenn alle davon überzeugt sind, dass Sabrina Mumpitz labert, Sabrina hat immer recht. So, und dann machen wir uns hier nämlich eine schöne Baumallee. Ja. Ja, genau. Das steht auch so im Regelwerk. Das steht so im Regelwerk. Sollte es zumindest. Du separierst mich? Was tue ich dich? Gesundheit. Ist das ansteckend? Muss ich mir Sorgen machen? Separieren? Was ist das denn für ein Verb? Das kenne ich gar nicht. Das sind Eichen. Ja, aber an Eichen wächst ja gar nichts. Also halt außer... Ja. Und du machst Fachabi? Ach, das sind ohne Früchte. Ich reiß jetzt hier alles nieder. Pass auf, hier oben war irgendwo ein Apfelbaum. Ich habe hier oben irgendwo einen Apfelbaum gepflanzt. Jetzt fragt mich aber bitte nicht wo. Ich weiß nur, dass der mittig war. Kann man diese Baumstämme mitnehmen, wenn man eine Frucht isst? Ich bin eine hohle Frucht, reicht das? Ich will jetzt aber keinen Apfel verschwenden. Wenn ich eine Frucht esse und den Baumstamm ausgrabe, kann ich den dann mitnehmen und woanders hin platzieren? Also als Sitzmöglichkeit? Es gibt auch Bäume ohne Früchte. Mhm. Nein, geht nicht. Okay. Der Chat hat immer recht. Und wer, du stellst dich dem Chat quer. Oh, das ist aber... Das ist zappenduster. Dann bist du echt der Depp vom Dienst. Der Depp vom Dienst. Alles weg. Hier kommen Parkplätze hin. Da. Ganze Bäume ausgraben. Achso, ja, das weiß ich. Ganze Bäume ausgraben, wenn man eine Frucht ist. Ja, das weiß ich. Das ist mir bewusst. Das haben wir schon bei den Palmen gemacht. So, hier weiß ich jetzt nicht, welcher der Apfelbaum war. Der hier war's. Oder war's der hier? Guck mal, die hier haben doch dunklere Blätter als die hier. Also der hier war es auf keinen Fall, oder? Ich habe hier oben irgendwo einen Apfelbaum gepflanzt und weiß aber nicht mehr... Ich weiß leider nicht mehr wo. Ich will nicht, was man in... Ja. Will ich auch nicht wissen, was in den Früchten drin ist, dass man... ganze Bäume ausheben kann. So, aber das hier sollten alles noch Birnenbäume sein. Oder halt Eichen. Dann nehme ich hier mal das Unkraut mit, damit das Holz nicht flöten geht. Flöt. Ja, das Viech ist einfach gestorben. Geil. Du kannst den ja ausgraben und kurz im Inventar nachgucken. Das ist ein super geiler Tipp. Leo, das ist genial. Das ist ein heißer Tipp. Mega gut. Stimmt. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, mega geil. Dann schnappe ich mir gleich einfach mal ein paar Birnen und dann easy going. Mega gut.
Mega gut. Genialer Einfall. Ich bin hin und weg. Eigentlich total simpel, aber ich... Mega. Das machen wir. Let's go. Aber ich bin ehrlich, ich würde eigentlich auch noch ein paar... ein paar Birnenbäume würde ich ganz gerne stehen lassen. Okay, gut, wir haben ja hier unten welche. Dass, wenn wir auf eine Insel kommen, wo Birnen viel wert sind, sprich bei Leo, und dem Besuch abstatten, dass wir dann schön das Inventar voller Birnen stecken können und dann... Money, 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 machen wir nämlich den Tom Nook von Leo, machen wir arm. Obwohl, es ist ja eigentlich derselbe Tom Nook. Der hat halt nur keine Hobbys und ist überall gleichzeitig. So, ich nehme mal... Einen rausnehmen. Zack. 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 So. Oh, was hatte ich denn mit dem ganzen Holz vor? Ach ja, das Vogelhaus. The Vogelhaus. Stimmt. Dann machen wir das noch eben schnell. Was ist denn... Let's go. Haha, money, money. Du kannst die auch alle essen und gleich benutzen. Du meinst, ich kann alle auf einmal essen? Ja, ja, das geht. Vogelhaus. Basteln. Hui. Ganz ehrlich, ich muss... Warte. Ich muss. Es geht nicht anders. Das ist furchtbar. Das geht gar nicht. Weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Basteln. So, das müsste ja eigentlich unter Werkzeuge, Einrichtungen, Accessoires, Sonstiges herstellbar. Unter Einrichtungen? Ja, Vogelhaus. So, ich mach mal ein paar. Scheiß auf das bisschen Holz. Wenn die sagen, die zahlen den doppelten Preis und die sind 500 Sternis wert, sage ich jetzt mal, ursprünglich. Und durch den doppelten Preis sind die dann 1000 Sternis wert. Easy going. Na, ich hab jetzt... Ja, komm, eins machen wir noch. Komm. Wir haben genug Holz. Und wir kriegen noch so viel Holz. Ich sapper davon immer. Ja, und Nukmalen kriegen wir auch noch. Ja, mega gut. So. Löse Nukmalen ein. Dafür kriege ich 400 Meilen. Die sind echt selten dämlich, ne? Also der Tom, er ist ein Geizkragen und Geschäfte kann er machen, aber er ist strohdoof. Lecker. So. Was zahlt ihr mir denn Schönes? Ist ja doppelter Preis. Das heißt, wir müssen geteilt durch 2 rechnen, um den Originalpreis rauszukriegen. So, ich will was verkaufen. Und zwar die 3 Vogelhäuser. Alles Teil seiner geheimen Strategie, dich am Ball zu halten. Das ist alles Taktik. Ist es ja auch. Der Typ weiß, was er tut. So. 5400 Sternis. Okay. 5400 Sternis. Geteilt durch 2 wegen dem Top-Angebot des Tages. Dann sind wir bei 2520. Geteilt durch 3. Ein Vogelhaus kostet original 840.
Und durch den Rübenpreis, durch den Top-Angebotspreis 1680. Lukas und Mathe, das geht nicht gut. Psch, Ruhe. 5400 für drei Vogelhäuser, das ist eigentlich billig. Das ist eigentlich gut. Für drei Vogel. Ja. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Mhm. Ist das viel? Findet ihr das viel? Ich meine, es ist das Top-Angebot des Tages. Da kann man ruhig mal ein bisschen mehr springen lassen. Ich meine, klar, es sind nur drei Vogelhäuser für ein bisschen Holz und ein bisschen Bastelkram. Ach, zu wenig. Soll ich das nicht machen? Ja, aber scheiße auf das Holz. Guck mal hier, wir haben genug Holz. Wir haben mehr als genug Holz. Und außerdem, wir fällen ja hier gleich noch alle Bäume und dann kriegen wir auch noch mal Holz. Habe ich 5400 gesagt? Ja, nee, ich meinte aber 5040. Ich meinte 5040. Ja, ich hab mich verklickt. Ja, mein Gott, pisst euch doch nicht gleich in den Danga. Mein Gott, ist doch alles. Mein Gott. Scheiß auf die 300 Sternis. Für mich lohnt sich das. Mir egal, was ihr sagt. Das jetzt noch 3-4 Mal. Zieh denen das Geld aus der Tasche. Und davon bezahle ich dann mein Haus ab. Easy going. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Von irgendwelchen Waschbären. Oder Waschbärkindern. Ich glaub mal, wenn ich Waschbär sage, habe ich voll Bock auf Super Mario 3D Land. Auf das Let's Play freue ich mich. Auf solche Spiele habe ich Bock. So, dann gucken wir jetzt mal, wie viel Holz wir noch haben. Also, wir haben... Oh, uns geht das Weichholz aus. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 5. Fünf Stück. Und uns geht tatsächlich das Weichholz aus. Ja. Wir kriegen gleich noch Holz. Ja, du, Leo, das ist so die Sache. Ich habe gestern im Stream schon drüber gequatscht. Also nicht, dass das jetzt schlimm wäre, das nochmal anzusprechen, aber... irgendwie halte ich nicht so viel von den Kanalpunkten. Die sind eine super Sache, aber wenn man solche Sachen damit macht, wie, der Streamer muss die nächsten 5 Minuten singen, der Streamer muss die nächsten 5 Minuten mit Wasser gurgeln und... Das finde ich Kinder, also so leid es mir tut, ich finde das Kinderkacke. Und ich, das macht doch alles kaputt, das brauche ich nicht. Karaoke. Da wäre ich schon eher für, das ist was anderes. Möbelmacher, wenn man Möbel selbst baut, sind sie automatisch etwas ganz Besonderes. Und dafür bekommst du noch etwas ganz Besonderes. Original Nukmalen, also ab ans Basteln. Ran ans Basteln heißt das, du Idiot. 300 Nukmalen. Mega gut. So, und hier oben, was haben wir hier? Pflanze Obstbäume, die kriegen wir gleich noch. Oh Gott, wenn selbst er 25.000 Kanalpunkte hat, ne? Dann muss das schon echt was heißen. Ja, würde ich gerne meiner Kreativität freien Lauf lassen, aber ich bin, was das angeht, leider sehr unkreativ. Ich bin, was das angeht, einfach sehr unkreativ. Leider. Der Emote. Das Emote, der ihr. So, Vogelhäuser. Tschüss. Gib mir dein Geld!
Für wenig Arbeit. Selber schuld. Dieses Top-Angebot des Tages, da bin ich ein Freund von. Dann ziehe ich jetzt nämlich den Leuten das Geld aus der Tasche. Jetzt läuft der Spieß nämlich andersrum. 8.400. Ha. So, jetzt sammeln wir ein bisschen Holz. Ein Vogelhaus würde ich ganz gerne platzieren. Irgendwo auf der Map, weil es ganz schön ist. Aber den Rest, da ziehe ich dir so das Geld aus der... Da ziehe ich den so den Moneten aus dem Portemonnaie. Das ist mir so egal. Können sie gucken, wo sie bleiben. So, die Schaufel. Dann das Inventar. Und sagen, Birnen essen. Leo hat Spaß mit den Emotes. Oh, die schönen Birnen. Die würde ich gerne alle verkaufen auf Leos Insel. Da sind die nämlich viel wert. Oh, und wenn wir dann hier keine Birnen mehr haben. Ja, nee, zur Not können wir ja welche anpflanzen. Wir haben ja welche im Lager. So ist es ja nicht. Jetzt hast du schon 5 Emotes. Nee, eigentlich habe ich nur 2. Gamer Kitty und Knuffelwurf. Ich spreche es jedes Mal. So, und jetzt einfach hier den Baum und dann sehe ich, was es ist. Sehe ich das richtig? So, das heißt, das hier war jetzt ein Laubbaum. Also eine Eiche. Sprich Müll. Auf gut Deutsch gesagt. Auf gut Deutsch gesagt. Pflanzen sind wichtig. CO2, ne? Sauerstoffproduktion, ne? Hier, wie heißt das? Photosynthese. So, pflanzt das Ding. Und dann kommt's ab. La 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 la. Tschüss. So, das müssen wir jetzt mit fast jedem Baum machen. Ist halt, kostet halt Früchte, ne? Ist halt, ja gut, hält sich in Grenzen. Ja, wie gesagt, auf gut Deutsch gesagt. Auf gut Deutsch gesagt. Ich muss da oben irgendwas hinpacken, das geht gar nicht. So, Pflanzen, Laubbaum, tschüss. An den Bäumen wächst nämlich nichts, dann wollen wir sie auch nicht haben. Hier kommen all die Parkplätze hin. La 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 la. Was haben wir hier? Auch so ein. Das ist ja. Das sind alles Laubbäume hier. Deswegen wundere ich mich da auch immer, dass da keine Birnen und nichts sind. Weil das sind Eichenbäume. Das sind. Da wächst nichts. So, was könnte denn zum Beispiel der Apfelbaum sein? Das hier oben? Nee, oder? Ich meine... Auch ein Laubbaum. Ich dachte zumindest, das wäre einer. Also Birne oder Apfel, aber gut, dann halt nicht. Ist halt ein bisschen umständlich, ne? Aber die Idee ist klasse. Leo, ich muss dir dafür nochmal danken. Die Idee ist super. Ich mache online. Wir machen das. Lasst mir noch ein bisschen Zeit, Mensch. Es muss sich ja lohnen. Und ich will dann auch zusammen mit euch Mario Kart spielen. Und da bin ich halt noch nicht durch. Und da lasse ich mir Zeit. Da lasse ich mich nicht hetzen. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Eigentlich. So. Was bist du? Ein Birnenbaum. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann kommst du jetzt nämlich mit mir mit, Kollege. Schnürschuh. Ja, ja, Mario Kart. Upsala. So, und dann pflanze ich den Baum hier nämlich. Dann weiß ich, dass das hier ein Birnenbaum ist. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht merken, aber ich, ja. So, ich weiß, ich muss keine Löcher dafür graben, aber ich mache es trotzdem. Bam. Dann wachsen da nämlich schön weiterhin Birnen. Dass selbst wenn wir alle verkaufen, wir trotzdem noch Birnenbäume haben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, welcher der Apfelbaum ist. Ich würde behaupten, das hier sind alles Eichel. Alles
Laubbäume. Würde ich behaupten. Aber ich habe irgendwo einen Apfelbaum gepflanzt. Irgendwo habe ich einen gepflanzt. Und den würde ich ganz gerne behalten. Den abzuholzen wäre ja eigentlich selten dem... Ja, ciao. Du kannst Birnen im Laden zur Not auch kaufen. Ja, ja, stimmt. Aber die sind sauteuer. 400 Sternis. Ich glaube, sagt. Du kannst nicht keine Birnen mehr haben. Ja, ich hab mich... Ja, ich hab mich... Ich, upsala. Ich hab mich vertan. Eichelbäume. Ich brauch die Birnen. Es hilft alles nichts. Ich brauch die Birnen. Ich will wissen, was für Bäume das hier sind. Ich meine, wir werden ja noch Birnen behalten. So ist es ja nicht. Aber so 20 Stück nehme ich mal mit. Es hilft nichts. Wir haben ja genug, ne? Ja, komm, wir haben genug. Und bis wir Leo besuchen oder irgendeine andere Insel, wo die Birnen viel wert sind, das wird noch dauern. Aber sagt mal, warum habe ich denn dann für die Kokosnüsse nicht so viele bekommen? Die waren keine 500 Sternis wert. Nein, da habe ich weniger für bekommen, oder? Weil das ist ja hier keine Hauptfrucht. Die kannst du ja hier nicht kaufen. Das sind andere Früchte. Die andere Seite. Die Alternative. Casey undercover. So, ich will jetzt nämlich wissen, was das hier für Bäume sind. Schaufel. So, Natur kommt weg, ne, Bella? Damit du Bescheid weißt. Genieß es, solange es noch da ist. Hier kommen Parkplätze hin. So. Das wollen wir doch mal. Friss. Na. Es macht Spaß. Das jetzt hier, das macht richtig Spaß. Da habe ich Bock drauf. Ein bisschen was zu tun, nicht immer dasselbe. Vielleicht gehe ich nachher noch auf eine andere Insel. Also per Meilenticket. Mal gucken. So, gucken wir jetzt erstmal. Was bist du? Ein Birnenbaum. Alles klar. Behalte ich. Das war aber nicht der, den wir gerade gepflanzt haben, ne? Das war der hier. Ich mache mir mal... Klar kann man bei Mario Kart mitmachen, wenn es dann soweit ist. Klar, natürlich. Ich mache mir hier mal ein Loch hin, ne? Damit ich weiß, das ist ein Birnenbaum. Ich hätte den mitnehmen sollen. Und dann schön am Ende in einer Allee und ja. Ja. Mal gucken. Was bist du? Laubbaum. Tschüss. Weg. Du hast keinen Nutzen für mich. Tschüss. Nein, das war's. Karma, 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 Karma. Oh, oh. Böses Karma. Oh, weil Mutter Natur ist sauer. Ui, 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 ui.